Was geht zu einem neuen Video auf meinem Kanal? Heute schnitze ich mal ein XXL-Kürbis. Das ist so geil. Den habe ich beim Feld geholt. Ich weiß auch nicht, hier oben ist es ein bisschen angeschimmelt oder ich weiß auch nicht wie. Aber so, jetzt geht's erstmal los. Jetzt müssen wir erstmal das Innere rausholen und dafür brauche ich erstmal so einen Stift, um das aufzumalen, wie ich das oben aussehe. Und ja, das sehe ich jetzt hier oben erstmal auf. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich es ausgesägt habe. Jetzt male ich es erstmal an. So, jetzt habe ich das erstmal aufgezeichnet. So, und jetzt geht's ans Sägen. Ja, ich habe mir so ein Kürbis-Set, Sägeset bestellt. Und das bringt mir das, also die Regie. So, das Set habe ich mir bestellt bei Amazon. Da ist so ein bisschen Zeug drin. Ich weiß selber gar nicht, für was es ist. So, und das hier ist auf jeden Fall so eine Säge. Und jetzt werde ich da oben erstmal den Deckel abschneiden. So, jetzt säge ich das aus. Das geht ja schwierig. Okay, wenn ich es ausgesägt habe, dann sehen wir uns. So, jetzt habe ich es ausgeschnitten. Und jetzt muss ich schauen, dass ich diesen Deckel hier abdecke. Boah, das geht ja einfach. Krass. Sieht aus wie Spinnenweben hier. Boah. Ach, das stinkt. Jetzt brauche ich so eine Schale, so eine gelbe. Oder irgendeine Schale, ist ja egal, ob die gelb ist. Und ja, da tue ich dann die ganzen Kerle und so rein. Ja, das stinkt aber. Schau mal, wie das aussieht. Das ist echt krass. Hier habe ich jetzt hier noch so ein paar Markerreste. Die kann ich dann nachher mit Nagellack entfernen oder so wegmachen. Wir wollen den Kürbis ja auch nicht mehr essen. Aber jetzt kriege ich meine gelbe Schale. Irgendeine andere Schale oder Eimer oder wie auch immer. Da tue ich jetzt den Inhalt rein. Also aushöhlen. Ich habe hier extra so ein Aushöhlwerkzeug. Ich weiß auch nicht, ob das besser ist wie ein Löffel. Geht aber auch mit einem Löffel. Ja, und dann geht's ans Schnitzen. So, das ist jetzt der letzte Rest. Schau, jetzt ist er komplett leer. Mein ganzer Arm ist hier komplett rot, weil hier so Zacken sind und ich immer wieder abgerutscht bin. So viel habe ich rausgeholt. Oh, das ist schon eine Menge. Das brennt also. So, jetzt werde ich mal mein Gesicht aufzeichnen. Ja, und dann werde ich es aussägen. Und jetzt muss ich erst mein Gesicht draufmalen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das ist jetzt erstmal hier die Grundform meines Mundes. Das werde ich jetzt hier so ausschneiden und dann seht ihr, wie ich das machen werde. Aber erst muss ich es erstmal ausschneiden. So, jetzt habe ich es ausgesägt. Jetzt müsste es rausfallen. So, genau. Und jetzt male ich hier nochmal so eine Umrandung rum, wo die Zähne dann raus werden. Aber jetzt muss ich das erstmal aufmalen und dann sehen wir uns. Ah, hi, ihr seid schon wieder da. Ja, die Nachbarin fährt im Hühnerstall Motorrad, deswegen ist es so laut. Ich hoffe, man kann mich noch verstehen, aber ja, das war nur ein Scherz mit Motorrad. Das ist unser Nachbar, der Rasen fährt. Aber jetzt habe ich hier die Schale so abgemacht und jetzt werde ich hier so Zähne reinsägen und ja, dann geht's weiter. So, jetzt habe ich hier so Zähne reingesägt. Und jetzt werde ich das mal hier so in Form bringen, auch mit dem Messer so ein bisschen schnitzen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich den Kürbis, also das ist jetzt so ein bisschen eingeschnitten halt. Habt ihr schon gesehen, dann habe ich hier noch so einen Zahn rausgebrochen und dann habe ich hier jetzt die Zähne hier noch so ein bisschen abgerundet und so.
ja, das sollte noch ein bisschen unordentlich aussehen. Das gehört dazu. Ja. Und derzeit kommen die Augen natürlich dran. Ja. Und ja, die zeichne ich jetzt erstmal auf und dann sehe ich die aus. So, jetzt habe ich es aufgemalt und derzeit geht es ans Aussägen und dann sind wir auch schon wieder. So, jetzt habe ich es ausgeschnitten. Ja, und jetzt sind wir schon fertig. Jetzt tue ich nochmal die Ränder so ein bisschen abklappen. Ja, und dann seht ihr gleich das Ergebnis, wenn es ein bisschen dunkler wird. Jetzt bin ich fertig, habe ein bisschen aufgeräumt. Ja, und jetzt mache ich mal das Licht hier innen aus. Und mein Kameramann macht schon mal die Lichter aus. Boah, ich hoffe, ich verbrenne mich jetzt nicht. Boah, jetzt hat ich es angekriegt. So, super. So, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wenn ihr diesen Merch kaufen wollt, müsst ihr nur 20.000 Daumen nach oben schaffen. Ist ja unrealistisch. Falls ihr es schaffen würdet, wäre super. Und dann gibt es den Merch auch zu kaufen. Ja, und schaut bitte gerne auch bei Instagram vorbei. Und ciao.